hi, heute gibt es ein etwas anderes Sonntagsvideo und zwar mache ich ein Follow Me Around, weil ich heute unterwegs bin nach Dormagen zur Silbernacht. Und da habe ich mich schon mal im Vorfeld mit ein paar anderen Buchbloggern getroffen. Ich bin jetzt hier am Flughafen in Düsseldorf, um noch die Daniela Brösel abzuholen und dann zeige ich euch gleich mal, wie es weitergeht. Wo ist der Brösel? Da ist der Brösel! Ich lebe noch! Also, ich sitze mal wieder im Zug zum, ich weiß nicht wievielten Mal heute, aber es dauert nicht mehr lange, es ist die letzte Zugfahrt für heute und dann sind wir hoffentlich endlich da. Eine Busfahrt kommt noch. Ja, ein Nachtexpress kommt noch, genau. Und falls wir Pech haben, müssen wir sogar laufen. Yay. Aber Dormagen, wir kommen! Also, das ist die Daniela von Brösels Bücherregal. Und verrat mir doch mal, wie viel hast du in der guten halben Stunde, die wir jetzt schon lesen können, geschafft? Oh. Null, zero, gar keine. Ich habe das Buch nicht einmal aufgeschlagen. Ich habe auch noch nicht mehr geschafft. Ja, weil ich nur am Quasseln und am Essen bin. Mhm. Aber ist schön, ne? Ja, schön. Schön, viele schön. In der Lode, macht Spaß. Denke ich auch. Auf jeden Fall, ja. So, man sieht es, es ist ein bisschen später geworden. Mittlerweile haben wir nach 2 Uhr und ich bin hier immer noch in der Meierschen. Und Daniela und ich machen jetzt lustiges Buchcover. Auf Inhalt schließen, raten. Ergibt das Sinn? Ich habe keine Ahnung mehr, was ich sage. Es ist 2 Uhr nachts. Okay, also ich werde ein Buchcover rausziehen und Daniela muss erklären, worum es in dem Buch geht, obwohl sie das Buch nicht kennt. Und danach mache ich das Gleiche dann auch. Dann darf sie für mich Bücher raussuchen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ja, dann nehmen wir doch hier das. Das kenne ich vom Cover her. Liebesschmarrn und Erdbeerblues. Okay. Und los. Also hier geht es um Essen, das ist ja schon mal ganz klar. Und Musik und Liebe und Erdbeeren. Also, ja, es geht um eine Protagonistin. Ich nenne sie jetzt einfach mal Anna. Anna isst gerne, ist deshalb ein bisschen fülliger. Okay. Und ist deswegen ein bisschen im Blues, weil sie einfach keinen Mann findet, aber sie möchte so gerne einen. Und dann denkt sie, gut, ich esse halt gerne, ich finde keinen Mann, machst du mal einen Kochkurs und guckst, ob du da einen findest. Und erstmal geht natürlich alles total katastrophal schief. Also der Typ, der den Kochkurs gibt, der ist total gemein zu ihr und mobbt sie. Aber dann bei einem netten Erdbeeressen sprühen doch die Funken und die beiden verlieben sich, heiraten und kriegen 5 Kinder. Ah, okay, und jetzt die Auflösung. So, hier, Michi ist ihr Traummann. Bisher, ich liebe dich zu ihr, sagt. Genau gesagt, ich hab mich feissakrisch in dich verliebt. Das verstehe ich natürlich, weil ich aus Mittelfranken komme. Lene rennt kopflos davon und kommt zu dem Schluss, auf Bayerisch gibt es Liebe nicht. Hey, was ist für, Klumpdau? Ich finde aber, ich war mit meiner Erklärung total nah dran an der Realität. Ja. Genau. Was deine Augen sagen, heißt das gute Ding. Genau. Was deine Augen sagen, also die sieht schon hier die Wüste und die Karawane. Es geht garantiert eben um eine kleine Karawane und die haben aufgrund des Wüstenwinds Probleme mit ihren Augen. Sehr gut. Ja, und brauchen deswegen einen gescheiten Optiker. Es ist keine Ahnung, kurz vor 3 da dürfen wir sagen, nein, das ergibt vollkommen ja, Sinn. Ja. Also. Und dann treffen sie in der Wüste Vielmann. Es ist jetzt Schleichwerbung. Vielmann. Muss ich das auspiepen? Ja. Und natürlich gibt es in der Karawane auch wieder Liebesgeschichte. Und dadurch, dass sie jetzt alle neue Kontaktlinsen haben, verliebt sie sich dann. Dann können sie sich endlich sehen, ne? Dann können sie sich endlich sehen, ja. Genau. Und dann sagen, was deine Augen sagen. Sie sagt schon immer, ich liebe dich. Und, oh, ja. Ja. Und
so ist dann auch die Entdeckung der neuen Kontaktlinsen für die Wüstenbewohner. Die Erfindung des 21. Jahrhunderts, ja. Genau. Sehr und gut. Darum geht es, in was deine Augen sagen. Auflösung. Oh, schon wieder so eine lange Inhaltsangabe. Moment, ich muss mal eben scharf stellen. So. Na, das oben lese ich nicht mit. Eine enttäuschte Liebe treibt die junge Francesca aus Buenos Aires nach Genf. Der Mann ihrer Träume hat die Frau geheiratet, die seine Familie für ihn vorgesehen hatte. Als sie kurz darauf nach Riad versetzt wird, weiß sie nicht, was dies bedeutet. Hat womöglich Kamal, der attraktive Prinz des saudischen Königshauses, etwas damit zu tun? Vor der Kulisse herrschaftlicher Paläste wird aus tausend und einer Nacht entfesselt sich eine... Nee, ich kann nicht lesen heute. Wie aus tausend und einer Nacht entfesselt sich eine dramatische Liebe. Doch es gibt die, die etwas dagegen haben. Und sie sind sehr mächtig. Das haben wir jetzt schon öfter gesehen. Und los, die Rosen von... Montevideo. Oh, ja. Die Rosen von Montevideo. Okay, tja, also es scheint ja irgendwas Tropisches zu sein. Montevideo, ich habe keine Ahnung. Tropi Frutti von Es klingt ja sehr exotisch und es ist ein Schiff drauf. Also gut, es geht um ein älteres Ehepaar, das, naja, deren Liebe schon ein bisschen eingerostet ist. Immer geht's um Liebe. Ja, das ist die Chiclet-Abteilung. Natürlich geht's um Liebe. Ach so, ja. Und sie beschließen, sie brauchen einen zweiten Frühling und deswegen buchen sie eine Kreuzfahrt, die in die Südsee gehen soll. Doch das Schiff wird von Südseepiraten überfallen und naja, die beiden landen auf einer tropischen einsamen Insel und müssen sich müssen ums Überleben kämpfen. Und dann... Wir sind in der Chiclet-Abteilung. Ja, richtig. Egal. Und dann treffen sie auf einen Stamm wilder Einheimischer. Und zuerst gibt es natürlich Kommunikationsprobleme. Aber hinterher stellen sie fest, dass sie ihre kulturellen Unterschiede überbrücken können, indem sie ihre Menschlichkeit zeigen. Und letztendlich ist es auch so, dass das ältere Ehepaar beschließt, dass sie... keinen zweiten Frühling heraufbeschwören können. Sie trennen sich, aber verlieben sich neu in Stammesmitglieder der Tropenschwäche. Sag schon mal, ey. Auflösung? Okay. So. Uruguay im 19. Jahrhundert. Vor der farbenprächtigen Kulisse der pulsierenden Stadt Montevideo verflechten sich die Lebenswege zweier Familien aus Deutschland und Südamerika. Vor allem ihre Frauen müssen für die Liebe oft einen hohen Preis zahlen, doch sie bringen die Stärke und Entschlossenheit mit, in einer bewegten Zeit für ihr Glück zu kämpfen. Ach, das ist doch fast genauso, was ich gesagt habe. Ja, also es stimmt, es war schon sehr nah dran, ja. Außer mit den Kommunikationsschwierigkeiten. Aber vielleicht steht es ja im Buch, ja, wissen wir nicht. Ja, das ist ja ein dickes Buch, da ja. Zwischen den Zeilen. Ja, wer weiß, was da alles übersetzt ist, ne? Genau. Ja. Okay, die Silbernacht ist vorbei. Wie ihr seht, es wird auch schon hell. Wir haben ungefähr 5 Uhr morgens und wir wollten jetzt eigentlich von Dormagen zurück nach Düsseldorf fahren, sind aber irgendwie in Nievenheim gelandet und ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Hier ist nichts. Aber macht nichts, in 20 Minuten kommt unser Zug und dann brauchen wir auch, glaube ich, nur noch 35 Minuten bis nach Düsseldorf. Nochmal eine gute Viertelstunde bis nach Hause und dann endlich schlafen. So viel also zu meinem Follow Me Around diesmal. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen und bis zum nächsten Mal.